Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im Studio. An meiner Seite jetzt Herr Heinz Kraus, der Geschäftsführer des Transferzentrums Mittelhessen. Guten Tag, Herr Kraus. Guten Tag. Herr Kraus, Ihr Transferzentrum ist Projektträger des ECM. Was ist das ECM denn eigentlich? Das ECM ist ein regionales Beratungszentrum für den Bereich E-Commerce, E-Business, was in einem Netzwerk eingebunden ist von zurzeit 24 Kompetenzzentren, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie seit 1998 gefördert werden. Also dieses Netzwerk besteht seit 1998. Worin bestehen denn die Aufgaben und die Schwerpunkte des Netzwerkes? Und die Aufgaben sind zunächst mal die grundständige Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen für Fragestellungen im Bereich E-Commerce. Das decken wir ab zum Beispiel durch Seminarangebote, durch die Beratung vor Ort, durch die Teilnahme an Messen, durch die Durchführung von Workshops. Erste grundständige Beratung von KMUs, die eine Problemstellung im Bereich E-Commerce haben. In welcher Trägerschaft befinden sich diese einzelnen Kompetenzzentren im Netzwerk? Die meisten Kompetenzzentren befinden sich in der Trägerschaft der Industrie- und Handelskammern oder der Handwerkskammern, meist auch noch in Kooperation mit Hochschulinstituten. Worin bestehen die Vorteile dieses Netzwerkes? Und die Vorteile sind zunächst mal, es liegt auf der Hand, die regionale Verfügbarkeit. Wenn Sie bundesweit 24 Zentren etabliert haben, dann ist es natürlich klar, Sie haben in der Region in der Nähe ein Kompetenzzentrum, was Sie bei den ersten Fragestellungen oder Problemstellungen fragen können. Der zweite Punkt ist der Austausch bei Problemstellungen innerhalb des Netzwerkes. Das heißt, ich kann auf die Ressourcen, auf die Innovation oder auf das Wissen meiner Netzwerkpartner zurückgreifen. Angenommen, ich bin jetzt ein KMU, ein klein- oder mittelständischer Unternehmer. Wie komme ich zu Ihnen? Wie kann ich den Kontakt aufnehmen? Und das Netzwerk verfügt natürlich wie jedes Unternehmen über seine Marketingstrategie oder das Marketingmix. Das geht los von Drucksachen, das geht los von der Beteiligung an Messen, durch die Durchführung von Seminaren, von Workshops oder die Akquise über die Industrie- und Handelskammern, über die Zeitschriften, die jede IHK benutzt. Das heißt, wir haben eine hohe Präsenz am Markt. Auf der zweiten Seite die Nachfrage durch die Unternehmen selbst. Interessant ist ja sicherlich auch für den Nachfragenden, dass Ihr Angebot kostenfrei ist. Es ist erstens kostenfrei und zweitens, was vielleicht noch wichtiger ist, neutral. Das heißt, wir können die erste grundständige Beratung einem Unternehmen anbieten für seine Probleme, ohne dass Kosten entstehen und dass er weiß, aha, für dieses Problem hast du am Markt die und die Lösungsoptionen oder das Potenzial verfügbar. Worin sehen Sie die Perspektiven des Netzwerkes? Wo geht die Reise hin auf lange Sicht? Die Perspektive wird sein, dass sich das Netzwerk den Herausforderungen, den Trends im E-Commerce, im E-Business stellt und gemeinsam als Kompetenzcluster diese Probleme angeht. Das sind zum Beispiel Trends Wissensmanagement oder Organisation von Prozessabläufen oder die E-Logistik oder die Sicherheit. Es ist einfach nicht möglich, dass jedes Kompetenzzentrum diese Erfahrung, dieses Know-how regional vorhält. Das heißt, wir müssen es schaffen, im Netzwerk diesen Austausch an Informationen, an Wissen und auch an Lösungspotenzial für die Problemstellung der Unternehmen, die in der Region nun mal vorhanden sind, bereitzustellen. Das ist, wenn Sie so wollen, der Hauptvorteil dieses Netzwerkes, der Austausch an Wissen, an Informationen. Herr Kraus, vielen Dank für diese Information. Ich denke, es ist klar geworden, wie das Netzwerk arbeitet. Vielen Dank an Sie und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.